Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich sein Garagentor per Handy öffnen und somit auch per Smartphone-App richtig steuern kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es auch hier wieder verschiedenste Anbieter, doch ich habe mir einfach mal ein Modul der Firma Meros zugelegt. Und hierbei ist einfach wichtig, dass sich das Tor über einen Taster öffnen bzw. auch schließen lässt. Und das Ganze kann man natürlich auch in der Bedienungsanleitung nachlesen. Zuerst einmal müssen wir unser Modul richtig am Motor anbringen. Hierfür habe ich einfach mal das doppelseitige Klebeband, was beim Kauf dabei war, hergenommen. Das ziehe ich jetzt auch ab und klebe es bei mir hier außen einmal sauber hin. Wichtig dabei ist nur, dass die zwei Leiter anschließend von der Reichweite natürlich auch in meine Klemmen reinpassen und das Netzteil muss natürlich auch in eine Steckdose hineinkommen. Nun geht es darum herauszufinden, welche zwei Klemmen für das Öffnen und Schließen des Tores zuständig sind. In meinem Fall ist der Taster ja schon angeschlossen gewesen, da ist das relativ leicht. Wenn es bei dir noch nicht so ausschaut, dann am besten mal wieder in die Bedienungsanleitung hineinschauen. Und wenn du dir dann ganz sicher bist, dann kannst du noch den mitgelieferten Tester einmal hernehmen und in die zwei Klemmen hineingehen. Und schon sollte sich das Tor auch öffnen. Im nächsten Schritt geben wir unsere zwei Leiter von dem Modul einmal in die Klemmen von vorne hinein und müssen sie danach mit dem Schraubendreher hier unten festdrehen. Wie wir das Ganze übrigens machen, ist vollkommen egal. Es funktioniert mit beiden Varianten. Oder aber du möchtest wie in meinem Fall den Taster behalten, dann solltest du mal mit solchen Verbindungsklemmen hier arbeiten und dementsprechend die Leiter hier sauber hineingeben und das Ganze natürlich auch dementsprechend verdrahten. Wenn alles passt, kann natürlich auch der Deckel dementsprechend wieder aufgesetzt werden und danach kümmern wir uns mal um den sogenannten Türkontakt. Dieser besteht einfach aus zwei solchen kleinen Kästchen und dadurch wird jetzt anschließend erkannt, ob das Tor offen bzw. auch geschlossen ist. Das Kabel vom Modul zu meinem Türkontakt habe ich jetzt schon sauber verlegt, dass es nicht stört. Und jetzt geht es mal darum, dass wir einen Platz finden, wo diese zwei Kontakte relativ nah beieinander sein können und wo sich dann natürlich, wenn das Tor bewegt, das Ganze auseinanderläuft. In meinem Fall habe ich hier unten eine schöne Stelle gefunden. Da kann ich jetzt einfach mal wieder mit dem Klebeband das Ganze entsprechend ankleben. Und wenn hier ein kleiner Spalt dazwischen ist und sich die zwei Kästchen beim Tor auf- und zumachen nicht im Weg sind, dann können wir auch schon unser Modul fachgerecht anschließen. Dafür müssen wir zuerst mal noch unseren Türkontakt richtig anschließen. Das sollte es auch schon gewesen sein. Und danach geht es einfach darum, dass wir mal den Netzstecker in eine entsprechende Steckdose hineingeben und wir können auch schon sehen, dass das WLAN-Zeichen hier oben grün aufblinkt, deswegen wir das Ganze jetzt entweder direkt über den Google Assistant bzw. Alexa einrichten können oder aber so wie ich mit der entsprechenden App. Deswegen müssen wir an unserem Handy mal in den Play Store anschließend die Meros App installieren, die App öffnen und am besten mal mit einer E-Mail-Adresse neu registrieren. Die Registrierung ist abgeschlossen und jetzt müssen wir mal noch ein Gerät installieren. Da müssen wir etwas nach unten gehen und können auch schon unseren Smart Garage Door Opener sehen. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Wir sehen, es gibt auch noch zwei verschiedene Varianten. Doch ich habe hier mal die Serie 100 und muss hier unten auf Starten draufklicken. Im nächsten Schritt müssen wir den Hersteller und das Modell von unserem Garagentoröffner auswählen. Ich bin mir nicht sicher, weswegen ich mal hier unten auf den Button Nein, ich habe es nicht gefunden, draufklicke. Wir haben vorhin schon überprüft, ob unser Tor mit einer Tasterschaltung auf- bzw. zugemacht werden kann. Ja, es funktioniert. Das Netzwerkkabel ist auch angeschlossen und wir konnten bei mir auch schon schön sehen, dass die LED abwechselnd grün und gelb bei unserem Modul blinkt, weswegen ich wieder auf Weiter gehe. Nun muss die App noch auf unser WLAN zugreifen können, deswegen klicke ich mal rechts unten auf Sicher. Und in meinem Fall darf auch Meros auf den Standort dieses Geräts zugreifen. Nach ca. 10 Sekunden wurde mein Gerät gefunden und jetzt könnte ich es natürlich auch noch dementsprechend umbenennen. Bei mir passt es aber soweit. Als nächstes müssen wir uns bei unserem WLAN mal noch anmelden, also das entsprechende WLAN auswählen und natürlich auch das Passwort eingeben, danach auf Weitergehen. Und nach kurzem Warten ist die drahtlose Installation auch schon fertig, weswegen ich mit der Hardware jetzt einmal weitermache. Jetzt geht es nämlich darum herauszufinden, ob der Türkontakt für das Garagentor auch richtig funktioniert. Deswegen klicke ich mal auf Fangen wir an. Das Ganze ist auch dementsprechend schon richtig verbunden, weswegen ich auf Weiter gehe. Und ich habe hier jetzt mal so einen Funksender noch, mit dem ich mein Garagentor jetzt im Moment öffne. Und gleich können wir sehen, hier die Kontakte sind auseinandergegangen, das Licht hier ist auch angegangen und wir sehen, dass das Garagentor offen steht. Genauso muss ich das Ganze natürlich auch verändern, wenn ich mein Garagentor jetzt wieder schließe
Und wenn das Tor fast zu ist, gehen natürlich auch die Sensoren wieder zusammen. Wir bekommen noch eine Benachrichtigung, dass das Garagentor geschlossen ist und sehen es auch auf dem Symbol, weswegen ich mal auf Ja, es funktioniert klickt. Die Sensoren habe ich zuvor ja schon richtig montiert, weswegen ich auf Weiter klicke und auch das Signalsteuerkabel ist dementsprechend schon angeschlossen, weswegen ich wieder auf Weiter und auf Erledigt klicke. Und somit können wir unser Garagentor jetzt auch schon sicher von überall aus mit unserem Handy öffnen bzw. schließen. Wenn du dir für zu Hause übrigens auch dieses spezielle Modul zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu dem entsprechenden Produkt von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.